Der wirtschaftliche Erfolg, das friedliche Zusammenleben in einer Gesellschaft beruht nie nur auf der Leistung eines Einzelnen, sondern da gibt es viele Vorleistungen von vielen und viele Leistungen von allen, die wie Sie hier heute versammelt sind. Wir stehen auf einem solchen Fundament von vielen, die dazu beigetragen haben. Nie nur die einzelne Leistung, sondern immer die Leistung einer Gesellschaft insgesamt. Und auf dieser Einsicht gründet sich die Überzeugung der Sozialdemokraten, dass wir immer ein Bündnis der Starken mit den Schwachen brauchen. Und für dieses Bündnis der Starken mit den Schwachen trete ich ein. Das ist meine Vorstellung von Deutschland. Das ist meine Vorstellung von einem Land, das stark ist, weil es gerecht zugeht. Das ist meine Vorstellung von einer Gesellschaft, die zusammenhält. Und das ist meine Vorstellung von einer Politik, die nicht nur abwartet, die nicht nur verwaltet, sondern die dieses Land gestaltet. Das ist meine Vorstellung von diesem Land. Das ist die Orientierung. Das sind die Werte, auf deren Grundlage ich mich bewerbe, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden und mit Leidenschaft, Verantwortungsbereitschaft und mit Augenmaß Politik zu betreiben und mit Klartext. Sie haben es in der Hand. Sie haben es in der Hand. Sie haben es in der Hand am 22. September diesen Jahres. Sie können darüber entscheiden, welche Richtung die Politik in diesem Lande nimmt und damit das ganze Land. Sie haben ein Wahlrecht. Machen Sie davon Gebrauch.